Vor wenigen Wochen Drohnen über Brunsbüttel, 60 Kilometer vor Hamburg. Dort, wo Flüssiggastanker anlegen, deren Ladung eine ganze Kleinstadt auslöschen könnte. Aber man muss gar nicht so weit gehen. Hamburg ist Rüstungshochburg. Panzerproduktion im Hafen, Kanonen für den Leopard-Panzer in Rheinbeek. Und natürlich Kampfschiffe von Blohm und Voss. Die Lage im Ostseeraum zeigt schon jetzt die neue sicherheitspolitische Realität. Es gibt viele Berichte über Desinformationskampagnen. Migration wird als Waffe genutzt. Es gibt ein hohes Risiko militärischer Zwischenfälle. Es gibt Berichte über Angriffe auf kritische Infrastruktur, verschiedenste Probleme. Im Parlamentsforum Südliche Ostsee sitzen Parlamentarier aus Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen mit polnischen Abgeordneten. Ihre Resolution wird von SPD, Grünen und CDU unterstützt. Der Ostseeraum und Hamburg sollen widerstandsfähiger werden. Im Sinne von militärischer Präsenz, dass wir die aufwarten, aber auch den Zivilschutz deutlich sichtbar machen, dass wir da unsere Bevölkerung auch schützen, im Sinne von, dass wir informieren, dass wir uns gegen Cyberangriffe schützen, dass wir Desinformationen aufdecken. Bereits im Spannungsfall könnte Hamburg zum internationalen Logistikdrehkreuz der NATO werden. Darauf müsse sich Hamburg intensiver vorbereiten, zumal das öffentliche Leben stark eingeschränkt werde, so die Hamburger Parlamentsinitiative. Diese Übung der Bundeswehr vor ein paar Wochen im Hafen, das sind Dinge, die einfach viel stärker stattfinden müssen und sicherlich auch stattfinden werden, damit die Bevölkerung das auch weiß und in den Fokus nimmt und sich selber gegebenenfalls auch schützt. Eine der leichtesten Maßnahmen für jeden Einzelnen sei zum Beispiel die Bevorratung von Lebensmitteln für den Notfall. Der Staat muss für einen besseren Schutz der Infrastruktur wie Wasserwerke oder der Energieversorgung sorgen. Mit dem Arbeitsauftrag an den Senat ist in gut 2 Wochen zu rechnen, wenn die Resolution des Parlamentsforums Südliche Ostsee in der Bürgerschaft zur Abstimmung steht.